Gebraten ist Wingul. Ich bin Paralysiert. It's Super. Vorteil-Effekte. Wieder mit meinem Fokus-Sash auf der Erfahrung leiste. Jetzt komm. Mach doch das in Kader kaputt. Zum zweiten Mal paralysiert. Und, okay, endlich nicht paralysiert. Danke. Bäm. Ich wollte die Attacken noch ändern. Muss ich unbedingt gleich mal machen. Tu das. So, kann ich ja jetzt machen. Wollte ich das? Korrekt. So, das sollte schon. Ging daneben. Konfusion ist daneben gegangen. Puh. Sandwirbel halt vor so. Ne? Trotzdem. So ein blödes Ninkada. Das komm. Haut mich weg. Ich mache endlich einen Nachtnebel. Oh, er setzt sogar Supertrank ein. Normaler Trainer setzt Supertrank ein. Okay. Puh, doch. Okay. Konfusion. Oh Gott, Windstoß. Tauscht aus, ne? Oder? Nein, Wirbelwind ist das. Ach so, ja. Sehr effektiv. Bam. Das ist sehr effektiv. Und ich heile mich wieder. Ich sollte mittlerweile auch wieder genug Geld haben, damit ich gleich neue Tränke kaufen kann. Und notfalls verkaufe ich einen Nugget. Reicht Level 19. 19? Ja. Wer? Fritzebitz. Achso, ich dachte gerade an Eric, aber da steht rein. Okay. Level 25, Silia. Yay! Wie mache ich so ein Papinella töte ich jetzt mit. Ich lasse Eric drin. Lieben. Und benutze ja Nachtnebel. Ich hoffe, dass es nur so um die 40 KP hat. Dann könnte ich mit zwei Attacken weghauen. Was aber mehr hat anscheinend. Nochmal Ruckzuckieb. Vielleicht lernt Reven ja auch noch ein Level Up, das wäre nicht schlecht. Ja. Ich hoffe, sie tötet mich jetzt nicht. Okay, ein Ruckzuckieb noch. Okay, das war knapp. Oh, wow, 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 wow. Diesmal hab ich ihn. Bisschen Glück. So, okay. Kabinella wurde besiegt und Level Up, yay. Es gibt ordentliche Erfahrung. Level Up. Yeah, Kreideschrei. Respekt. So, Kreideschrei nicht erlernt. Oh. Warum nicht? Trasa entwickelt sich. Nein, bloß nicht. Ja. Was wollte ich machen? Ich wollte einen Trank geben. Eric hat's nötig. Okay. Und dann erstmal schnell Teleport weg. Du kannst dann das Sonderbaum mal benutzen, ja, richtig? Durch. Das hier, erspart mir eine Menge Leveling jetzt hier. Ah, ich bin jetzt schon hier. Yep. Sehr interessant. Wow, ist mein Sonderbonbon. Da. Okay. Endgängerreich, Level 26. Ich probiere mal die Nummer. Psychokinese zu erlernen. Oh yeah. Das nenne ich meine Attacke. Ich werde jetzt hier ein paar normale Gegner machen. Also ich denke mal, ich verlerne Konfusion, oder? Ja, was soll ich ist machen? Genau das gleiche, noch stärker. Eigentlich. Und halt, dass er verwirrt werden kann, wurde durch Spezialverteidigung Drop. Das kannst du auch entwickeln. Natürlich. Dann habe ich gegen die Arena vielleicht eine Chance. Endking, jetzt darfst du. Trasler. Wer hat das über... Was? Laxus, was für einen beschissenen Angriff hast du? So, Endking verwandelt sich jetzt in das, was er immer sein wollte, in eine Ballerina. Juhu. Kirlia. So. Dann gehe ich mal zur Arena. Bin ich in der falschen Stadt? Nee, ich bin in der richtigen Stadt. Okay. Nochmal ein paar super Tranks kaufen. Angriffsfeld von 21. Oh Gott, was ist das für ein Wesen? Kühn, keine Ahnung, was ist das für ein Wesen. So, super Trank. Nein, nicht einen. Auf jeden Fall ist da einer. Ich weiß nicht, wie viel ich habe. Ich kaufe einfach noch 5 Stück. Jupp. Ich müsste dann irgendwie so machen, dass er mehr spezielle Angriffe attacken kann als die anderen. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie. Ein Knackleon. Hurray, hurray, hurray. So, und rein. Ich glaube, ich muss hier auch noch einen Trainer machen. Ja. Was mache ich gegen einen Knackleon auszusetzen? Ja, hier... Oh, zwei Trainer sind hier noch, die ich machen kann. Okay. Tue ich natürlich auch. Meinetwegen.
Hast du jetzt eigentlich rausgefunden, wo man den EP-Teiler kriegt? Nö. Vielleicht schade. Kriegt man den auch erst viel später. Ach, ich war nie im Poké-Center. Super. Psychokinese. Wo bin ich jetzt eigentlich? Oh, er setzt Scanner ein, okay. Dann halt okay, ein. Ich krieg Erdbeben. Puh. Schützt sich selbst. Psychokinese. Hat gut abgezogen sich. Bäm, sieht genauso aus wie Konklusion. Haut aber rein. Pound. Ja, Psychokinese ist eine geile Attacke. Jedenfalls jetzt auch schon. So, mach ich den auch nochmal. Level 24. Schlechter Fit. Viradax. Ich behalte das Pokémon, weil ich kann ja Erdbeben. Schnüffler. Er kennt mir Hobby. Bäm. Ich hau dir weg. Voltoball. Es hat weniger gezogen als erwartet. Nein, nicht wechseln. Er gibt mir eine Kopfnuss. Psychokinese. Das hat noch weniger gezogen. Meinetwegen. Voltoball hält sich auf. Psychokinese. Boah. Rage. Deine Pokémon sind jetzt mittlerweile auf einer Höhe als meine. Ich kenne ja mal Geheim-Pokémon. Du hast wie viele Pokémon? Ich habe zwei. Zwei richtige. Das ist wohl ein Leben plus. Ich habe insgesamt vier. So. Okay. So. Bams. Ich muss unbedingt irgendwie Laxus trainieren. Und da oben versteckt sich doch einer, den habe ich gesehen. Schwuppdiwupp. Jetzt gehe ich nochmal kurz raus, heilen. Ich glaube, ich komme aber gleich zu einem Ort, wo mehrere Angler sind. Das könnte ich dann mit einem Lachs ziemlich gut ausnutzen. Oh, der hat sich ja geil versteckt, ne? Mhm. Wo denn? In einem Haufen Asche. Oh Gott. Wie lange kämpft er da schon? Keine Ahnung, er ist nicht erstickt. Also so lange kann es auch nicht gewesen sein. Okay. Er hat einen Schmoggern. So. Zieht der Schockwelle etwas ab? Ich weiß es nicht. Jetzt versuche ich mich an diesen unschaffbaren Arenaleiter. Oh, und er benutzt Finale in der ersten Runde. Was ist er denn für einer? Wohl. Keine Erfahrung für dich. Für ihn aber auch nicht. Ja. Okay. Ich rüste mich jetzt erstmal komplett aus. Mit Paralysebären. Das ist eine sehr gute Idee. Ah, ich habe das Machoband. Nee. Ich probiere das erstmal ohne. Und Doskonos hat schon wieder ein Item. Das gucke ich mir nochmal an. Hyperheiler, okay. Nicht schlecht. Habe ich, ist billig eigentlich zu kaufen. Okay. Speichern wir nochmal voll. Angriff der Lila Wolken. Nicht sehr gespeichert. Und weiter auf dich. Puh, mal gucken, was er kann. Oder nochmal ein Schmoggern. Was ich kann mit meiner Psychokinese. Er hat ein Level 22. Ich bin 4 Level höher. Gedankengut erstmal. Wäre nicht schlecht. Er macht Donnerattacken, oder? Wenn sein... Natürlich. Fuck. Verwirrt und paralysiert. Das ist ja lustig. Oh. Ey, was ist das für ein Kampf? Gelang gut. Hooray. Oh, ich wurde vergiftet. Egal, ich hab was dagegen. Wurde ich jetzt schwer oder? Oh, überlebt, okay. Außer du hast dich jetzt selbst. Restart! Bla 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 bla. So, jetzt aber. Uah! Natürlich ist mein Fritz tot.
Gegen. Mal gucken, wie es jetzt wird. Ah, ich wollte gar nicht hier lang. Gedanken gut, er macht wieder super Schall. Es gibt hier auch Sandan. Und? Ich hau ich mir selber? Hau ich? Nein, gut. Schön. Ich werde hier lang gehen. Ist das hier? Ist da etwas? Runter oder? Ja, Äther gefunden. So, jetzt Psychokinese. Sollte mir auch ein bisschen weniger abziehen, wenigstens. Und einen Superschutz gefunden. Oh, ein bisschen weniger ist gut. Psychokinese. Holy moly. Nicht schlecht. So. Hälfte KP abgezogen. Da ich nicht hier die ganze Zeit so rumgurken will und immer Pokémon. Setz ich mal einen Schutz an. Ultraschall ging daneben. Strike. So. So, Magnetilla wurde besiegt. Da kann ich immer so ein bisschen durchraschen. Oder bis zumindest bis zum Trainer. Hier oben sieht es nach einem Doppelkampf aus. Ich wechsle nicht. Ich will mein schönes Gedankengut behalten. Nein, er setzt Ultraschall an. Du musst aufpassen, dass er nicht Finale macht. Vielleicht tötest du ihn ja mit einer Attacke. Oh Gott, damn it! Er macht einen Trank, oder? Jo. Ja, okay. Vielleicht Random Number Generator, vielleicht hau ich ihn weg. Und vielleicht kann ich ihn mit einem Erdbeben weghauen. Yeah, nice. Ich habe ihn einen Trank weggehauen. Nice, nice. So, ich habe zwar Gedanken gut, aber ich werde trotzdem wechseln. Hat sonst keinen Sinn, sonst sterbe ich gleich bei einer Attacke. Beutel, Supertrank, okay. Beutel. Nein, nur nach oben. Supertrank, okay. Nein, Axido. Müssen wir gleich in der nächsten Stadt schon wieder mal ein paar Tränke. Okay, Endking wieder. Diesmal habe ich leider keine Zeit, Gedanken gut zu machen, glaube ich. Da ist einer Flo. Oh, okay. Psychokinese. Ultraschall, oh Gott. Ich finde die weiblichen Namen hier so toll. Flo und Jo und ja, Lee Flo. Und was? Zwei Flo. Wie wenig zieht das? Und zwei Flurmels. Das ist eine Psychokinese, hallo? Und ich mache mal was Lustiges. Ja, ich werde Gedanken gut machen. Das ist jetzt auch mal lustig. Mogelhieb. Oh, es zieht ganz gut ab. Mogelhieb. Ja. Okay, mit der Taktik, die ich versuche, könnte was klappen. Supertrank. Ich werde jetzt kein Erdbeben benutzen. Der kann mich erst mit drei Attacken weghauen, das heißt, ich kann immer... Das ist ein Normaltyp, also dürfte noch... Schockwelle, wie sieht das ab? Okay. Mach auf den gleichen. Ah, Gedanken gut. Bei Gedanken so gut zieht Schockwelle danach weniger ab, oder? Ja. Okay, gut. Eric versucht Scanner zu erlernen. Und ich glaube, ich bringe ihm erstmal bei... Wobei, nein, ich bringe es ihm nicht bei. Okay, schön. Nochmal Gedanken gut, ich hau das jetzt rein. Ultraschall zieht. Okay, ist Ultraschall Spezialangriff? Ich glaube nicht. Na, okay. Ist wieder ein Trank. Das ist sehr spannend. Aber okay. Solange er keinen Volltreffer macht, bin ich in Sicherheit.